Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge X4 Foundations. So, ich habe jetzt einmal vier Handelsstationen mal noch aufgedeckt. Einmal hier in Frommer Nebel, gesegnete Visionen, schwarze Sonne, profitable Handel 3 und die Leere, also 5 Stück, sorry. Ich weiß, es gibt hier noch eine, irgendwo bei Dreieinigkeit dort runter und oben bei Yanamusura. Aber die werde ich dann nach und nach, werde ich diese noch erkunden. Und ja, ich habe jetzt da auch eine neue Mod entdeckt. Und zwar habe ich hier vorher mal noch ein bisschen beim Rumstöbern, habe ich dort eine Mod entdeckt, die nennt sich X-Rebirth Weapons. Ich würde sagen, die testen wir mal gleich mal aus. Das heißt, es werden dort neue Waffen hinzugefügt. Wie viele es sein werden, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber wir können mal das Ganze ja austesten. Probieren. Das Einzige, was mir schon direkt aufgefallen ist, oder hier war was. Wie ich die Mod installiert habe, hat es keine 10 Minuten gedauert. Und dann ist mir das Spiel abgeschmiert. Dasselbe kann hier natürlich auch passieren, dass das Spiel hier abstürzt. Ja? Ich will das nicht großartig an die Glocke hängen. Ich weiß nicht, woran es da liegt. Also inwiefern die Mod kompatibel ist. Das weiß ich nicht. Ob sie Probleme hat mit der Conquest in War Mod. Das weiß ich leider nicht. Oder mit der Beta-Version. Weiß ich leider nicht. Deswegen, dort heißt es jetzt da wirklich mal probieren, testen. Aber wie ich das schon gelesen habe, hey, geil, neue Waffen will ich unbedingt haben. Wir schauen mal gleich ganz kurz nach. Wir fliegen noch einmal hier unten hin zu dem bösen Xenon-Sektor. Beziehungsweise in der Nähe davon. Und dann springen wir hier mal ab. Wir schauen mal ganz kurz, kaufen uns eine... Nur ein kleines Schiff erstmal, dass der mal handeln kann. Und zwar ein Twill-Schürfer und diese Baureihe. Die haben ja hier 3600 Reise, das passt ja. Ja, kann man drinnen lassen. Schubdüsen, passt alles. Schildgeneratoren, passt. Waffensysteme, Strahlenemitter. Ja, hier sind sie, die Whalegun. Hier haben wir einmal eine Whalegun. Bergbaulaser. Oh, da gibt es zwei Arten davon. Naja, eigentlich brauche ich nur eine. Aber wie gesagt, hier haben wir schon die Whalegun. Fit hier. Kann ich zurzeit nicht kaufen, weil ich brauche hier die militärische Ausrüstung der Föderation. Also die Einsatzlizenz. Geschütztürme. Sind auch welche dazugekommen. Die Flak. Ein Plasma MR Turret. Ein Hit MR Turret. Und die Hailstorm MR Turret. Also es sind eher mehr Türme als Waffen da. Aber hey, was soll's. Es sind neue Waffen. So, wir nehmen uns den Landecomputer noch mit. Langstreckenscanner-Software. Und ja, das war... Achso, nee, Satelliten. Holen wir noch ein paar Stück. Navigationsbarken. Und das hier. So. Von den Crews, Marinesoldaten, Pilots... Managers. Ah, das ist... Okay. Das ist jetzt von der Conquest in War Mod. Also das heißt, Managers sind hinzugekommen und Piloten. Das ist wunderbar. Falls ich mal irgendwo ein Schiff... Ja. Falls ich irgendwo ein Schiff finde, rein damit. So, ansonsten würde ich sagen, speichern, Ausrüstung überschreiben und bitte... Antriebsfeinde fehlen mir. Schade. Kann ich nicht bauen. Verdammt. Kann ich hier eins bauen, kaufen? M. Und zwar... Eine Plutos. Antriebsteile. Oh oh. Die fehlen über Antriebsteile. Kann das sein? Antriebsteile, Waffenkomponenten. Okay. Antriebsteile. Ach, jetzt sind Antriebsteile gesucht und gefragt. Warte, ich kann kein Schiff bauen. Ich habe ein Problem. Ich kann kein Schiff bauen.
Okay, das ist jetzt ein bisschen strange, aber hier alles in Ordnung. Größe XL. Du hast von den Türmen her, hast du auch die paar Stück Flak. Ja. Oh, ich kann kein Schiff bauen, weil mir Antriebsteile fehlen. Ja, egal. Wir können ja hingehen und sagen, dass er das mal in der Warteschleife hat. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Das finde ich jetzt ein bisschen sehr, sehr doof. Dass die Antriebsteile jetzt auf einmal so stark gesucht werden. Ja, wie gesagt, die Wirtschaft ist ja. Ich speichere mal ab. Die Wirtschaft ist ja unterschiedlich bei jedem Spieler. Der eine hat da mal weniger, der andere hat mal mehr, also einen kompletten Überschuss. Hier fehlt es bei mir jetzt zur Zeit an Antriebsteilen. Oh, es ruckelt hier extrem. Oh, jetzt geht's wieder. Das ist bei jedem hier anders. Oh, eine K. Oh, hier ist einiges los. Xerxas ist auch am Kämpfen, wie es aussieht. Wieso ist denn Xerxas zweimal hier? Hä? Ah, der hat eine Cerberus und eine Eclipse. Das heißt, er hat die Eclipse an die Cerberus mit eingesetzt. Okay, das ist auch nicht schlecht. Das heißt, der hat dementsprechend zwei Schiffe auf Expedition geschickt, aber ihr wird wahrscheinlich aber nur den Loot bekommen von einem Schiff. Das heißt, die Eclipse ist ja nur in dem Fall ein Begleitschiff für die Cerberus. Aber mehr auch nicht. Aber auch, hey, gut zu wissen. Wie gesagt, man kann hier nicht alles wissen. So, ja, das war mit dem, war es mit dem Xenon-Schiff gewesen. Mit dem K. So, AGI, Raumfliegeneier. Okay, wir haben vier Raumfliegeneier. Wir könnten das Geschenk machen. Aber wir fliegen mal dort unten hin. Vielleicht gibt es hier was mehr zu entdecken, weil hier die ganzen Schiffe auch dorthin fliegen. Sieht nicht danach so aus. Doch, hier ist wieder einiges los. Lassen wir mal den Sensor laufen. Auch mit einigen FPS-Einbrüchen. Die P ist böse. Ich brauche definitiv ein anderes Schiff. Tch. Ja, es kann jetzt sein, dass die Musik relativ laut ist, weil von der Musik her, das sind mir einige Sachen aufgefallen. Es gibt jetzt hier ein paar Soundtracks, die klingen sehr, sehr gut, aber die bleiben nur für ein paar Sekunden. Was ich schon etwas traurig finde. Was ich sehr, sehr traurig finde. So, und da ich jetzt leider kein Schiff kaufen kann, bin ich das richtig bescheuert? Das heißt, wir müssen nach die Leere. Genau, wir fliegen mal. Was? Befehle für Xenon-Schiff. Wir fliegen mal dorthin. Nach Antigone Memorial. Versuchen mal dort ein Schiff zu kaufen. Was ich eher nicht bedenke, dass es funktioniert. Hä? Ist das fertig? Hä? Die ist fertig? Oh, die ist fertig. Ich dachte, es würden Antriebsteile fehlen. Fliege zu. Okay. Ich dachte, es würden Antriebsteile fehlen. Aber dass das Schiff jetzt schon fertig ist. Okay. Hallo? Sinza, ja. Ey, Verbände. Ey, das andere, was ich ja gesucht habe, das waren ja diese Detektive gewesen. Können wir doch die erste Trill-Mission
losschicken. Was ist denn hier los? Dumme Drohnen, ja. Genau. Nein, bleib stehen. Boah. Verdammt. So, wir fliegen dort hinten hin. Die Twill macht sich ja auf den Weg dort hinten hin. Dann müssen wir auch natürlich jetzt auch noch ein paar Sachen noch verkaufen. Aber das mache ich irgendwo hier auf der Handelsstation dort hinten. Bei der Leere. Erreiche System. Reiner Blick. So. Und soll er jetzt gleich mal Nividium einkaufen, abbauen, so rum. Und Erreiche abbrechen. System. Weiter Kontakt. Ja. Yep. So. Liebe Schiffchen. Boah, es ruckelt hier extrem. So, und zwar Bergbau. Erwarte Befehle. Nividium. Nee, stopp, warte mal. Warte mal, warte mal. Entferne alle Aufträge. Und zwar Informationen, das hier, Position halten. Und zwar automatischer Bergbau. Waren hinzufügen. Nividium. Maximale Torentfernung. Wieso maximale Torentfernung zweimal? Sagen wir mal 4. Fliehen. Und markieren. Auf geht's. Hey, registriert aber ganz schön schnell, mein Freund. Es ist jetzt zwar nicht viel Frachtraum, was er jetzt hier besitzt. Er ist relativ ziemlich schnell voll, aber trotzdem. Das sind gute 250.000 bis 280.000 Credits an Nividium, was der mir bringen kann. Das finde ich dann für den Anfang nicht verkehrt. Und wenn man, sage ich mal, seine 4 Stück hat, kann man für ein paar Stunden, sage ich mal, hier gut Nividium abfarmen. Es sei denn, ich hoffe mal, dass die Mod Trading Station Sync, dass die das auch dementsprechend beherzigt. So, was? Du bist schon voll? Wo willst du denn hinfliegen? Wo willst du denn hinfliegen? Ah ja, du fliegst. Okay. Du fliegst auch dieselbe Richtung wie ich auch. Okay. Du fliegst auch hier zur Leere hin. Wir schalten mal hier ganz kurz um. Nividium. Wareneinkauf. 553 Credits. Also das heißt, Nividium wird hier ordentlich gesucht. Genauso wie hier Maya-Staub, Nanotronic, Raumkraut. Ach du Scheiße. Hüllenteile, Warenverkauf, okay. Also hier die Handelsstation, die ist ausgeblutet. Erreiche System, die Leere. Wir fliegen mal ein bisschen hoch. Dort hinten ist das Sprungtor. Dann können wir hier ein bisschen runtergehen. Jetzt brauche ich nur noch knapp 800.000 Credits für den nächsten. Soll ja eigentlich kein Problem sein. So, Antigone Memorial. Das passt ja. Das schalte ich mal wieder ab. Erreiche System. Nein. Antigones Gedenken. Da ist die Schiffswerft. Hier gab es ja auch Nividium zum Abgrasen. Das habe ich ja dort am Anfang getan. Bis ich da mal gesehen habe, ja, in anderen Sektoren kann ich das ja auch gut machen. Unbekannte Station.
So. Schwubbidi-wubbidi. Ja. Eine Fleischfabrik. Das ist eine Verteidigungsstation. Da vorne. Unbekannte Station. So, und dort hinten sind die anderen Stationen, genau. Achso, und mit der Conquest und Warmord sind keine zusätzlichen Stationen hinzugekommen. Denn ich habe mal einen kleinen Cheat benutzt, sag ich mal, für die Sektoren aufzudecken. Unbekannte Station. Hab aber die Mod wieder deaktiviert oder beziehungsweise entfernt, weil, nee, muss nicht sein. Ich habe einfach nur mal nachgeschaut mit den ganzen Sektoren, ob dort was hinzugekommen ist. Aber es ist kein einziger Sektor hinzugekommen mit der Conquest and War Mod. Und dann habe ich dann auch dementsprechend die Mod wieder deaktiviert oder beziehungsweise entfernt. Weil ich will ja nicht großartig was cheaten. Wie gesagt, hier, ich habe ja noch die Standardsektoren, wo ich entdeckt habe, habe ich ja drinne. Ich habe halt nur nachgeschaut, wo sich hier die ganzen Handelsstationen sich befinden, habe sie dementsprechend abfotografiert und das war's dann auch. Unbekannte Station. Gewürzplantage, Argon-Ausrüstungsdock. Ah ja, genau, dort könnten wir gerade mal andocken. Am Ausrüstungsdock. Wenn du mal langsam machst, ja. Oh oh. Nein. Boing. So, wir verkaufen mal ein paar Sachen, die ich zu viel habe. Vielleicht kriege ich noch ein zweites Schiff hinzu. Und es wundert mich, dass das Schiff noch, das Spiel noch nicht abgeschmiert ist. So, hopp. So, jetzt aber. Na? Na? Ich Ja. repräsentiere die Antigone-Handelsgilde und ich wurde beauftragt, Ihnen die Mitgliedschaft in unserer Gilde anzubieten. Sollten Sie interessiert sein, Okay, ich kommen komme Sie vorbei. bitte auf mich zu. Hallo, guten Tag. Auf Wiedersehen. Bin ich jetzt verkehrt? Ach so, da muss ich hin. Händlergilde. So. Das hält dem immer stundenlang Wie geht's Gespräch. Ihnen? Ich bin froh, dass Sie gekommen sind. Unsere Gilde möchte gerne Ihre Marktpräsenz erhöhen. Ich wollte eigentlich nur ein paar Sachen kaufen Bieten oder wir meine Sachen verkaufen. kostenlos für Individuen die Mitgliedschaft in unserer Gilde an. Dies ist eine einmalige Investition, mit der Sie Zugang zu unseren Jobangeboten erhalten. Ja, komm, Großartig. 50.000 Credits Ihr ist nix. Datenbank Hey, sofort 500.000. aktiviert. Sie sollten nun in der Lage sein, in den Gebieten, in denen wir operieren, Jobangebote von uns zu sehen. Wir erwarten Großes von Ihnen. Ja, gut. Oh, wird automatisch gespeichert. Das ist gut, weil ich wollte jetzt ja eh selber noch speichern. Und dann schauen wir noch ganz kurz nach, was ich dort alles verkaufen kann, damit ich mir das nächste Schiff kaufen kann. Nächsten Twill. Aber jetzt muss ich noch gerade mal nachschauen. Bop, 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 bop. Und zwar Logbuch. Was hat dieses Schiff verkauft? 274.490. Ja. Ne? Nividium. Wie gesagt, man bekommt schon recht viel, wenn man das Nividium abbaut, verkauft. Moment mal, du hast keine? Oh, ich kann ja nichts kaufen. Schade. Gut, ja. Skycraft, Angreifer. Muss ich doch dort hinten hinfliegen, hier hin irgendwo. Ich wollte ja eigentlich ja nur ein paar Sachen verkaufen. Bin ich aber mit dem Sinzer schneller. So. Gewürzplantage. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Ups. So hin. Das war wieder ein bisschen zu schnell rückwärts oder vorwärts geflogen. Und andocken. So, aufstehen.
Schauen wir mal, wie viel Geld ich bekomme. Wo ist hier der Händler? Händlerbereich, also noch. So, und dann verkaufen wir mal das ganze Zeug. Bitte sehr. Jawohl. Interface, 41 Stück brauche ich zurzeit nicht. Nadeln, hebe ich mal auf. Programmierbare Feldmatrizen, weg damit. Raumfliegeneier, könnte ich noch Geschenke machen. Seltene Gewürze, nehmen wir mit. Verbände, behalten wir. Ansonsten ein Bananitkristalle weg. Ein Matcha-Klit weg. Hydraulische Pumpe weg. Und ja, 1,4 Millionen. Viel Glück da draußen. Haben wir 1,9 Millionen, das passt. Ups. Dann Gegenstände herstellen. Kann ich nur einen. Schade eigentlich. Ja, Sedativ. Das ist das Problem. Das habe ich noch nicht entdeckt. Fernzünder. Geschenk herstellen, jawohl. Ja, das war's. Kann ich helfen? Bitte sehr. So, Raumfliegen, Eier, bababab. Hier 1 Million, bestätigen. Viel Jetzt Glück haben wir da 3 Millionen. draußen. Das bedeutet, wir könnten uns 2 Stück leisten, 3 Stück. Schiffe kaufen. Größe M, Twills. Den Loadout und zwar Servicemannschaften, Marine und Piloten. Yep. 1, 2, ja, 2 Stück. Fehlende Ressourcen, Energiezellen, Antriebsteile, ja, und Feldspulen. Egal. Die sollen gebaut werden. Gut, und dann würde ich sagen, war es das gewesen und wir sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, bis denne, tschüss!